nächste Woche 25. Wie war das Film Camp? Hohe Temperaturen in Deutschland. Ein neues Fachcamp findet im Rahmen des Guten Film Festivals in Mittelfranken im Medienzentrum Parabol in Nürnberg statt. Alle, die etwas in dem Bereich Film machen oder an Filmproduktion beteiligt sind, sind herzlich eingeladen worden, sich auszutauschen. Man kann Wissen teilen oder einfach nur zuhören. Am späten Nachmittag wurde kleinere Videoproduktionen von Teams erstellt. Dabei geht es um die Drehplanung, Aufnahme von Szenen und die Bearbeitung im Videoschnitt. Ab 21 Uhr wurden die fertigen Produktionen auf der Leinwand gezeigt. Wenn du bereits einen Film hast und aus Mittelfranken kommst, unter 27 Jahre alt bist, kannst du deinen Film bis zum 8.1.2014 auf UFF, das Jugendfilmfestival, einreichen. Aktuell sind wieder hohe Temperaturen zu erwarten. Daher, das Laufe nächster Woche wieder hohe Temperaturen kommen können und daher auch teilweise für die Wälder Waldbrand gefahren. Daher bitte keine Zigarettenstümmel im Wald ablegen, weil dadurch können Waldbrände entstehen. Keine Glasscheiben oder irgendwas ähnliches war. Waldbrand auslösen könnte. Ja. Und sobald es wieder ein bisschen mehr geregnet hat, ist da alles wieder ein bisschen entspannter und nicht so schlimm. So, und zu aller guter Letzt. Am kommenden Samstag ist ja das Creator Barcamp im Haus des Spiels. Ich glaube, die 3 war das mit dem Trailer. Ja, am kommenden Samstag ist es soweit, die CreatorInnen von verschiedenen Plattformen treffen sich und tauschen sich aus, informieren sich, produzieren. Und da wünsche ich den TeilnehmerInnen viel Glück und Erfolg. Bis dahin, bis in einer Woche. Wir sehen uns. Macht's gut. Schöne Woche, schönen Abend, tschüss.